Herzlich willkommen bei unserem Tutorial der Taekwondo-Schule Sappel. Dolochagi. Dolochagi ist zweifelsohne der häufigste Kick, nicht nur im Taekwondo, sondern auch in den anderen schlagenden Kampfsportarten, also Judo und so sind ausgenommen. Aber ob das jetzt ein Kung Fu ist oder Kickboxen, Karate und hauptsächlich Taekwondo, überall wo geschlagen wird mit den Beinen, ist Dolochagi der erste und wichtigste Kick, der häufigste Kick und auch der, der am häufigsten falsch gemacht wird. Ja, ich werde auf ein paar Fehler jetzt eingehen. Der erste Fehler ist schon der, dass man sich auf dem Standbein nicht dreht. Und das zeige ich jetzt gleich aus der Bodenperspektive. Der Dolochagi, wenn richtig geschlagen wird, ja, dann kommt das Bein von der Seite oder schräg von unten, aber immer noch seitlich getroffen wird mit dem Rist. Ja. Es gibt auch den, wo man die Zehen aufzieht und unten mit den Fußballen trifft. Der wird im Kampf nicht angewendet, viel zu gefährlich. Im Bruchtest wird der sehr gerne gemacht, ja. Ansonsten im Kampf mit dem Rist. Also wir müssen von der Seite kommen und jetzt ist schon der Hauptfehler, dass viele so kicken. Und wie ihr jetzt im Video schon seht, ist das irgendwie verklemmt, ja, so, ja, so. Das geht übrigens auch auf die Hüften, es tut in den Hüften weh, das tut dem Knie nicht gut. Wir müssen uns auf dem Standbein, jetzt komme ich näher, auf dem Standbein hier drehen. Ja? Die Hüfte will frei gemacht werden, hier klemmt sie. Jetzt seht ihr, die Hüfte kommt nach vorn, sie kommt nach vorn. Jetzt geht's, ja, ich mache es nochmal von weiter hinten. Die Hüfte kommt nach vorn, ja, jetzt geht's. So, also das ist einer der allermeisten Fehler, dass so gekickt wird, der Fuß bleibt, wie er ist. Er muss sich drehen und er muss sich rechtzeitig drehen. Das heißt, einige kicken, wenn ich immer sage, auf dem Standbein drehen, dann kicken sie und drehen jetzt. Da ist zu spät, da ist der Kick schon falsch. Ja? Drum sage ich immer, jedem, der das einübt, erst drehen, dann kicken. Später, wenn man das drauf hat, kommt die Drehung und der Kick fast gleichzeitig. Aber es ist immer noch die Drehung unten ein bisschen schneller, weil ja vor dem Ausführen des Kickes die Hüfte schon vorkommen muss. Und jetzt brauche ich zunächst mal den Stuhl, der schon die ganze Zeit da rumsteht, ja, aber nur als Zielobjekt. Ja. Das nächste ist nämlich jetzt die Haltung des Kicks. Oder die Stellung des Knies während des Kicks. So. Das Knie muss hoch und nicht unten bleiben, ja, weil sonst kann ich nicht hoch kicken, sonst wird das irgendwie ein Gewurstel immer. Ich muss mit dem Knie dorthin zeigen, wo ich hinkicken möchte. Ich nehme jetzt dieses Kissen hier als Ziel, ja, und da ziele ich jetzt hin mit dem Knie von hier. Übers Knie wird weitergezielt von der Hüfte über den Schenkel zum Knie und dahin geht jetzt auch der Kick. Ja, ganz wichtig, will ich weiter unten kicken, zeigt das Knie nach unten und ich kicke. Da ist schon ein weiterer großer Fehler, den viele, nein nicht viele, aber es kommt oft vor, so muss ich sagen, dass welche sich zu weit drehen mit dem Standbein, so, und jetzt ist alles gut, jetzt könnten sie kicken, ja, da vorne ist es noch, hier könnte ich kicken, so, und jetzt drehen sie sich zu weit. Und jetzt seht ihr schon, wie das Knie kommt und das Ganze kippt. Und jetzt ist plötzlich das Knie unten und dann kicken sie da so hin, aber das ist kein Dolochagi mehr. Das ist wie ein Vertreter Nerochagi, Chikachagi, wie man nennt, ja, von oben runter. Das ist kein Dolochagi. Ja, Dolochagi ist Knie oben. Und es gibt doch immer wieder Menschen, Leute, Männer, Frauen, dazwischen, Gender, die haben ein bisschen Hüftprobleme. Ja, das merkt man schon, dass beim Yopchagi ab hier dann Schluss ist, höher geht es nicht, auch beim Dehnen nicht. Ja, das liegt daran, weil der Drochanter, ich glaube, ich habe hier ein Beispiel,
es gibt hier beim Oberschenkel, hier ist die Hüftpfanne, also die Pfanne geht da noch rum, ja, das ist das Gelenk und hier ist jetzt der Oberschenkelknochen und da ist das Gelenk, so, die Kugel und da im Gelenk ist so drin, dass sich das Bein so seitlich bewegen kann. Vor und zurück kann sich es bewegen und seitlich auch. Und jetzt haben wir hier dran einen Trochanter, nennt sich das, einen Knochen. Ja? Der ist hier ein bisschen ausgebildet, sehr schwach. Ja? Man sieht also den Knochen hier, ja, und bei, was jetzt hier nicht geht, da geht es bloß drehend, aber bei Bewegungen seitwärts stößt der oben an der Pfanne, dieser Knöchel stößt dann hier an, ja, und dann ist Schluss, ja. Und bei sehr beweglichen Leuten ist entweder der Hals da länger oder der Knöchel hier kleiner, sodass sehr weit hochkommen und schön Spagat hinbekommen. Ja? Und bei anderen Leuten ist dort der Trochanter sehr groß oder der Schenkelhals zu kurz. Ja? Und jetzt stoßen die schon an und jetzt geht es einfach nicht weiter. So. Und die haben bei Yogchagi ein Problem, die haben bei Tüdolochagi oder Panditolochagi ein Problem. Ja? Und die haben auch ein Problem beim Dolochagi, weil während wir hier, sage ich mal, in der Bewegung der Hüfte viel Spielraum haben, indem wir kicken können, haben die nur einen sehr eingeschränkten Spielraum. Und den, liebe Leute, müsst ihr finden und eintrainieren, dass ihr den immer habt, ohne dass die Hüfte dann plötzlich kippt. Ja? Hier, ihr müsst es ausprobieren. Abchagi geht, kein Problem. Seitlich ein bisschen geht noch, ja, dann so Dolochagi schlagen. Ja. Wenn es so nicht geht, ja, dann wenigstens so, aber Richtung Dolochagi und ihr müsst einfach das finden, aber nicht so weit gehen, bis das Ganze dann kippt, weil dann nämlich der Trochanter wieder frei wird, weil wir noch hinten raufgehen. Ja. Also so ist es rein anatomisch und so sind die Hauptfehler, die gemacht werden beim Dolochagi. Dass man dreht und kippt, dass man auf dem Standbein sich nicht entsprechend dreht, dass man mit dem Knie nicht dahin zielt, wo es hingehen soll. Ja, also Standbeindrehung und zwar unmittelbar vor dem Kick, zielen mit dem Knie und achten darauf, dass das Knie oben bleibt, in jedem Fall. Dann klappt auch der Dolochagi in jedem Fall. Wir beginnen gleich mit verschiedenen Dolochagis. Ja, zunächst einmal den schönen runden. Den schönen runden, der im Kampf zu lange dauert, den wir aber für Bruchtest auf jeden Fall brauchen. Und der, wenn der Gegner schon angeschlagen ist und nicht mehr so leicht ausweicht, oder wenn er keine Deckung mehr hat, wenn die Deckung offen ist und wir volle Pulle reinrumsen wollen, da ist das der ideale Schlag. Ja, ihr schaut bitte, dass auf der Seite in die Richtung, in die ihr kickt, nichts ist, das kaputt gehen kann. Ja, so, also Dolochagi von hinten kommen. Schaut, das Knie wird gleich hochgehoben. Ja, also ich zeige es nochmal in die Richtung. Nicht hier schon das Knie hochheben, sondern in der Drehung hier. Ja, von da geht es direkt zum Knie hoch und dann drehen wir uns rum. Ja, also jetzt auf das Ziel hin, gerade stehen, schöne Kampfstellung, Knie hoch und Schlag möglichst parallel zum Boden. Ja, schaut dann so aus. Dann müssen wir leider gehen, das Kissen holen. Setzen wir es wieder auf. Das gleiche wieder, wir stehen da, Knie hoch und es ist jetzt nicht wichtig, dass ihr möglichst viele Schläge macht, sondern dass ihr möglichst saubere Schläge macht. Also durch erstmal anpassen, Knie hoch, jawohl, nochmal, Knie hoch und jetzt mit Schlag. Ha! Nächster Dolochagi. Folgendermaßen. Diesmal kommen wir nicht hinten hoch mit dem Knie, ja, sondern wir gehen vorne hoch mit dem Knie. Wir gehen vorne hoch mit dem Knie, kommen senkrecht nach oben und drehen aber im letzten Moment um für den Kick. Ja. Der
der ist sehr viel schneller, gefährlicher, weil er aussieht, wie wenn man einen anderen Kick machen würde. Ein Mirror-Chagi, ein Up-Chagi, ja. Und, oder dass man unten reinkickt, Dollar-Chagi, ja. Er geht aber an der Schulter, an der Deckung vorbei und dreht im letzten Moment und trifft dann doch den Kopf, ja. Also gerade hoch und im letzten Moment dreht er und trifft den Kopf. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal am Boden, wie das mit dem Fuß aussieht. So, also Dolichagi, der Schnelle für den Kampf, ja, Knie vorne hoch. Nicht seitwärts hoch, wie er sonst üblich ist, sondern Knie vorne hoch. Ja. Und dann kommt die Drehung seitwärts. So, lassen wir mal von hinten, vorne hoch, Drehung im letzten Moment seitwärts. Und was mir wichtig ist, warum ich das jetzt am Boden zeige, das ist der Fuß, auf dem wir stehen bleiben. Ja. Denn in dem Moment, wo ich das Knie vorne hoch tue, kommt die Hüfte etwas nach vorne und das reizt den Fuß dazu, dass er sich ein bisschen dreht zur Entlastung der Hüfte. Also passt auf, leichte Drehung, habt ihr gesehen? Nur leichte Drehung. Ja. Und wenn ich jetzt den Dolichagi oben, wenn er dann die Kurve macht, dann muss die Hüfte sich noch weiter drehen. Ich gehe weiter zurück. Dann muss die Hüfte sich noch weiter drehen und entsprechend auch muss der Fuß sich drehen. Schaut es nochmal, Bein hoch und jetzt Drehung, zack, habt ihr gesehen? Jetzt kann ich seitlich kicken. Also es liegt am Standbeinfuß. Okay? Es liegt am Standbeinfuß, ich mache es nochmal vorne. Ich komme vorne hoch, dadurch gibt es eine leichte Drehung und jetzt kommt die eigentliche, zack, damit ich um die Kurve komme. Okay. Also nach dieser notwendigen Vorerklärung, jetzt die Übung. Vorne hoch und im letzten Moment, bam, kommt der Kick, der rumgeht und wir machen dasselbe jetzt wie vorher, nämlich üben, üben, üben. Hochheben, gerade, nochmal hochheben, gerade und dann mit Kick. Im letzten Moment Drehung auf dem Standbeinfuß und Kick zur Seite rüber.